Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Reaction. Und heute reagiere ich auf den Kanal kino.de. Und keine Sorge, es ist nicht diese Internetseite, die mittlerweile illegal ist, sondern der YouTube-Kanal kino.de. Der hat ein neues Video rausgehauen, also gut, was heißt neu, vor einer Woche schon. Aber ich fand es mega lustig und dachte mir so, hey, ich mache eine Reaktion drauf, weil ich feiere diesen Kanal. Erst Link in der Beschreibung natürlich. Und es geht um die beiden Protagonisten von einem geilen Film Bad Boys for Life. Wobei ich sagen muss, der Film war gar nicht so gut, aber er war okay. Ja, Will Smith, Martin Lawrence erraten deutsche Autoflüche und das Video ist auf jeden Fall witzig. Schaut es euch mit mir gemeinsam an, lasst eine Bewertung da und ja, viel Spaß mit dem Video, Leute. Bad Boys, what you gonna do when we come for you? Ja, ich kann nicht singen, habt ihr recht. Bad Boys for Life, deutsche Autoflüche erraten mit Will Smith und Martin Lawrence. Komm in die Pott. Komm in die Pötte. Komm in die Pötte. You So einfach mal ganz klischeehaft. Ich hab keine Ahnung, was der von mir will. Arschloch, weil es ist ja ein Autofluch. It's close, that's close. Mm-hmm. Get your ass up. Oh, okay. Yeah. Butter gear peep store. Jesus. You'll never guess it. Nee, glaube ich auch nicht. Die Amis kennen sowas nicht. Bei die Peeps oder sowas. Ich glaube, so artikulieren sich Amerikaner auf jeden Fall nicht. Aber ich find's voll lustig. Will Smith ist halt voll in seiner Rolle und sagt voll aggressiv, was er sagen soll. Also auf Deutsch halt. Und Martin Lawrence versucht es einfach richtig auszusprechen. Das ist voll süß. Vor allem Martin Lawrence hat ja eigentlich auch eine kräftige Stimme, weil er ist Ami, er ist schwarz. Die haben meistens eine kräftige Stimme und es ist nicht rassistisch. Es ist cool, so eine Stimme zu haben. Aber in Deutsch, wenn er versucht, das so vorzulesen, kommt es irgendwie so sehr sanft drüber bei ihm. Will Smith direkt so. Shut your dumb ass up. Basically. Basically. Also im Grunde hat er ja recht, ne? So prinzipiell, halbwegs. Eigentlich nicht, aber halbwegs. You are crazy. You are crazy. You know, German words are very different from English. Yes. Prinzipiell von der Artikulation ja definitiv, ja. Wenn so Sachen sagt wie Hand und Hand, klar, logisch, das ist ungefähr gleich, aber vom Satzaufbau her und wie man redet, ist natürlich komplett zwei verschiedene Welten, also zwei verschiedene Sprachen halt, ne, logischerweise. Gruner word, es nickt. Nickt. Don't f*** with me. Ich glaube, die Amis haben sowas auch gar nicht, so grüner Wild ist nicht. Ich glaube, die gehen gleich komplett auf 180. It won't get any greener. Oh, that's the lie you say. Hey, it won't get any greener. Grüner Wild ist nicht. Grüner Wild ist nicht. Vor allen Dingen, wie er sich da so reinhypt, aber es trotzdem einfach nur witzig klingt. It won't yes. get any See, greener. I'm using the cuss words I know. Und genau das habe ich gemeint. Amis fluchen komplett anders als Deutsche. Wirklich komplett anders. Yeah, very different from English. Very different from yeah. English. Druck auf die die Tube de Walpuffusten. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. You should take the subway. Basically. You shouldn't even have a car. You should drive in this one. You should take the subway. Step on the gas, you fool. Step on the gas. Das meine ich vor allem bei den Amis klingt es einfach viel geiler. Wenn Martin Lawrence es sagt. You should take the subway. Step on the gas, you fool. Vor allem allein dieses you fool, ne? So Ausdrücke oder in dieser Art der Artikulation, diese Ausdrücke, hat man in Deutschland ja gar nicht wirklich. Ich finde irgendwie, Deutschland ist das Land, wo man einfach gar nicht gut meckern kann.
wie Kayano so schon sagte, wir haben diese Ein-Wort-Fetzen. Ne? Deswegen ist es bei den Amis auch schwer, dass die halt wirklich das Deutsch sprechen könnten oder auf Deutsch fluchen könnten. Step on the gas, you fool. Look at this Vollpfosten. Look at this Vollpfosten. Ooh, fart. There's fart in a... Vor allen Dingen Pferd. Ja, da steht Fahrt drin. The fart, I mean, on my schneller. 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 Get away from here, you're bugging me. Nein. Nah. That's my grandmother driving faster. That's what it is. Yeah, my grandmother can drive faster than that, basically. From the movie. Did we say that from in the movie? Vor allem, ich habe den Film auch vor ein paar Tagen gesehen, vor 2 Tagen, glaube ich. Aber Will Smith hat mitgespielt und er weiß nicht mal, dass das vorkommt. Und ist das in der deutschen Synchro so? Und wenn Martin Lawrence das weiß, ist es bei den Amis ja auch so, dass die sowas sagen. Aber ist das so ein Ami-Spruch? Sagt man das bei denen so? Echt? Hör ich zum ersten Mal. Obwohl, my grandma drives faster than you. Ja gut, klar, ich glaube, das ist schon ein Multikulti-Spruch. Kann ich mir echt vorstellen, aber bei den Amis klingt es irgendwie falsch. Keine Ahnung. Aber mir ist die Stelle echt nicht aufgefallen, wo man das sagt oder wo die das sagen. We said my grandmother. Good go, could drive faster than that. Oh, okay, somebody might have did some good research. Yes. Ich glaube echt nicht, dass die recherchiert haben. Ich gehe jede Wette ein, dass sie es nicht gemacht haben. Das ist einfach nur ein standarddeutscher Spruch, den irgendwie jeder kennt. Deswegen haben sie mit reingehauen. Ich glaube nicht, dass die recherchiert haben. Könnte ich mir echt nicht vorstellen, klar, aber ich glaube eher weniger. Auch wenn die Seite kino.de heißt. Also hier, der YouTube-Kanal. Nicht die Seite, die schon strafbar ist, wo immer Kinox hieß, whatever, sondern der YouTube-Kanal kino.de. Fährt der Main, Oma Schmeller. Oma ist Grandma. Oh, I love my Oma Schmeller. I love my Oma Schneller. Schmeller. Vor allem, woher kommt das M her? Ich liebe mein Oma Schmeller. That's right. That's right. Hier liegt seine Oma. Also ganz ehrlich, ein Mann, der seine Oma nicht liebt, ist auch kein echter Mann. Fakt. Sontag's Fahrer. Fahrer. Sontag's Fahrer. Say again. Sonntagsfahrer. Sonntagsfahrer. It means like, get the hell out of my way. Basically? Well, yes. Basically. Nein, er hat es wieder gesagt. Weil der Punkt ist, bei Sonntagsfahrer, du kannst alles reinterpretieren. Du son of a witch, ja, du Arschloch, du Penner, alles geht. Vor allem, das meine ich mit deutschen Wortfetzen. Es ist immer nur dieses Einsatz fertig. Das hat Kayana echt gut drüber beschrieben. Aber Sonntagsfahrer heißt einfach alles. Wirklich alles. Er könnte der größte Bastard der Welt sein. Genau das heißt Sonntagsfahrer. Also basically, es ist richtig. Something like that. You're a Sunday driver. You're a Sunday driver. Yeah, so traffic must be bad in Berlin. That's what's going on? Yes. The traffic is bad. Allgemein in Deutschland ist der Verkehr grauenhaft, weil jeder mal schnell sein will und man es einfach nicht darf wirklich, deswegen, ach, Deutschland ist schon schlimm, aber wart ihr schon mal in Paris? Ganz ehrlich, Leute, seid nicht so dumm wie ich, fahrt niemals, niemals mit dem Auto nach Paris. Es ist die schlimmste Idee, die ihr haben könnt. Habt ihr schon mal Videos gesehen, wie die in Indien fahren? Ungefähr so fahren die auch in Paris. Glaubt mir, das ist Horror pur. Aber als er nach wieder in Deutschland war, es war ein Paradies. Die sind alle so ruhig gefahren und gelassen in Deutschland im Vergleich zu Paris. Das ist krass. It's kind of like fart, but different. Du fart wie ein Gang. Vor allem, er sagt auch fart. You fart wie ein. Sagt er Gangst? Bad. It's kind of like fart, but different. Du fart wie ein Gang. Senkte Sau. Yes. Senkte Sau? Senkte Sau? You fart like a senkte Sau? Also, du furzt wie eine gesenkte Sau. Senkte Sau. Senkte Sau. Du farst wie in senkte Sau. Da kommt der Nitro. Senkte Sau.
You know what I'm talking about. Get out of my face. You drive like a son of a bitch. Vor allen Dingen in Deutschland, du fährst wie die gesenkte Sau. In Englisch, du fährst wie der Sohn einer. Ihr wisst Bescheid, ne? You son of a witch. So ich der Schieben helfen. Yes. So ich der Schieben helfen. Get out of my face, you dirty heifer. Also im Grunde hat er nicht ganz Unrecht. Also ich würde schon sagen, Punkt für Will Smith. Weil, soll ich dir schieben helfen, heißt er einfach nur verpiss dich. Und genau das hat er gerade gesagt. Also hat er ein Recht. Something like that. Warte mal, sagt er wieder basically? Shall I help you push? Ah, oh, nein. Jeez. That's how you're not driving. Shall I help you push? Yes. I get it, okay. Soll ich dir schieben helfen? Oh Mann, auf jeden Fall mega geiles Video. Kann ich nur empfehlen. Okay, ja. Rest ist auf jeden Fall nur Filmszenen und deswegen am Anfang hier auch. Die zeigen Szenen aus dem Film. Ich will lieber nicht zeigen, weil ich habe da keine Rechte dran und ich habe keinen Bock, dass ich deswegen Ärger kriege. Aber auf jeden Fall, der Kanal kino.de. Checkt mir auf jeden Fall aus, hat geilen Stuff. Ich habe schon, ich glaube, fast jedes Video gesehen, aber mit dem Handy. Da habe ich einen anderen Kanal, nicht mein YouTube-Kanal. Deswegen habe ich diese roten Striche hier nicht. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Kanal. Checkt mir auf jeden Fall aus, lasst ein bisschen Liebe da. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut raus, bleibt geschmeidig, aber bleibt gesund. Peace. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.